Hallo und Gute zu einer neuen Ausgabe von Shogi bei Nogi Night Shift. Nach dem Intro werdet ihr erzählen, was die zwei hier beantworten müssen. Heute bei Shogi bei Nogi Night Shift, das Wahnsinns fette Bräute, habe ich folgende Frage für den Till. Till, einmal die Hand heben. Hast du mir gerade ins Auge gerotzt? Oder was bei dem Wort Till? Alter. Gut, weiter, komm. Und Sascha. Ja, Sascha. Genau. Sascha. Mit Z. Genau. SZ. So. Sascha. Wie retten sich Kurzflügelkäfer? Kennst du, ne? Kurzflügelkäfer. Logisch. Vor dem Tod durch Ertrinken, wenn sie mit einem Windstoß ins Wasser geweht werden. Indem sie sich die kurzen Flügel einfach so mit den Nasen vorhalten. Und dann kommen sie, fallen sie ins Wasser. Nein, die kurzen nein. Flügel sind nämlich deswegen, ja? Damit sie nämlich vorne mit der Spitze der Flügel, können die nämlich die Nase dazu halten. Wenn die nämlich lange Flügel hätten, können sie sich auf die Nase zu, an die Nase dran. Dann wären es auch Langflügelkäfer. Dann wäre es Langflügelkäfer. Deswegen, der Langflügelkäfer, der ersäuft, und der Kurzflügelkäfer, der kratzt sich die Nase. Okay, zu. Also ich glaube eher, dass das was ganz anderes ist. Meinst du wirklich? Ja. Also ich glaube ja, das sind, also die Kurzflügelkäfer, das sind recht kleine Lebewesen. Richtig. Und wenn die ins Wasser fallen, so dann, furzen die und bilden um sich quasi eine Luftblase. Keine Idee. Aber furzen die Luft oder furzen die Abgase? Das ist doch scheißegal. Hauptsache, warum furzt du Luft? Willst du es riechen? So. Wenn es Luft wäre, wäre es so schlimm, ne? Und auf jeden Fall, durch diese Blase werden die dann an der Oberfläche gehalten. Nein. Und dann kommt ein Vogel und das, stell dir mal vor, du springst vom Dreier im Schwimmbad. Machst dann so Arschbombe! In dem Moment bildet sich um die herum so ein Schutzschild. Aber ich wäre so weit, dass Tills Antwort als gültig zu erhalten. Nee, was ist das für eine Scheiße? Folgendes. Die retten sich, die Kurzflügelkäfer, indem sie sich zurück an Land pupsen. Ja? Also katapultieren die sich aus dem Wasser raus? Kurzflügelkäfer können so gut wie gar nicht fliegen. Werden sie vom Wind ins Wasser geweht, wo die Käfer dank der Oberflächenspannung des Wassers nicht gleich untergehen, so schießen sie sich mit ihrer Analdrüse. Natürlich die Analdrüse, ja? Kurz ist ja anal. Dieser Pups wirkt wie eine Art Raketenantrieb, durch den sie an Land kommen. Jo. Aber das ist die Antwort ja nicht richtig. Doch, hat gesagt, die retten sich durch so eine Luftblase. Ich habe den Rest gar nicht. Er hat gesagt, die pupsen sich zurück. Und ab da habe ich aufgehört zuzuhören. Das ist wie bei dir daheim. Weißt du, wenn deine Frau sagt, Homer 6, und dann sagst du, ey, wie geil ist das denn? Würstchen aus dem Kühlschrank. Also ich habe aber 6 habe ich aufgehört zuzuhören. Ja. Zweite Frage. Jo. Was versteht man? Der geht mir voll auf die Eier. Was versteht man unter dem Begriff Benadelung? Benadelung? Benadelung. Bei der Akupunktur wird ein Patient benadelt. Findest du es nicht ein bisschen zu naheliegend? Stimmt. Dann hätte ich auch sagen können. Benadelung. Es, ja? Nähmaschine. Nee, das ist ein Fachbegriff aus der Teppichherstellung. Und zwar. Teppichherstellung? Ja. Wenn so ein Teppich geprüft wird. Aha. Wird er benadelt oder ja, was? Ja, natürlich. Dann kommt da zu Testzwecken ein Weihnachtsbaum drauf, der dann 14 Tage stehen bleibt, bis die Nadeln fallen. Und das ist die Benadelung, und damit wird getestet ob sich die Nadeln in die Fasern rein. Nee, kein Teppich, sondern Weihnachtsmann Darsteller Anwärter. Ja? Die werden unter den Weihnachtsbaum gelegt und die werden dann benadelt eine Nacht lang durch alte Weihnachtsbäume. Und dann wird man befördert vom Weihnachtsmann. Genau, und wenn die dann benadelt, und wenn der das überlebt, also beziehungsweise wenn der das ohne Schaden die Nacht sozusagen durchlebt hat, dann darf er Weihnachtsmann spielen. Was denkst du? Das ist falsch. Dann wird er benadelt. Falsch. Genau, ja, das ist falsch. Okay, also wir sind bei der Waschmaschine. Nähmaschine. Richtig? Wenn du das sagst, nein, ich bin nicht bei der Nähmaschine, aber vielleicht, wenn du was, also, wir sind in der Schuhherstellung. Benadelung. Natürlich. Ja? Die Sohlen, die werden ja durch ganz viele Stiche werden die ja benadelt. Benadelt. Nee. Ah, ich weiß. Ja. Dieter Bohlen. Dieter Bohlen. Der der hat ihn benadelt. Was hat das mit Schuhstellung, Schuhherstellung zu tun? Nadel! Die Schuhstellung. Ich sag's euch.
Unter Benadelung versteht man Prozess der Ummantelung von Schnürsenkelenden. Das wäre meine nächste Antwort gewesen. Ja, ne? Mhm. Ihr kennt doch diese Schnürsenkel, ne? Hol mal deinen Fuß auf den Tisch, da schon. So, ja. Uah. Ja. So. Ne? Hier, das hier, das ist Schnürsenkel. Das der ist benadelt. Der ist benadelt. Wieso ist der jetzt benadelt? Das ist doch, also das ist, weil man nennt den Prozess in der Schnürsenkelherstellung. Der ist vorne dünn gemacht worden. Genau. Dann wird er benadelt. Der ist vorne benadelt worden. Jetzt hast du wieder was gelernt. Da das heißt also, wenn du bei der Mafia irgendwas Blödes gemacht hast, dann schneiden sie dir die benadelten Enden ab. Alter! Das sieht jeder so, Alter, der hat keine Benadelung. Nein, wenn du bei der Mafia irgendwas Doofes gemacht hast, kommen die mit so einer Tüte und dann machen die das ganz fest so. Und dann nimmt man, das nennt man unter den Mafiosis auch benadelt. Der kriegst eine Benadelung, ja. Alles klar. Ja. Nee, aber du bist nicht begnadigt, sondern benadelt. Wie kommst du jetzt zu den Mafiosis? Weil das genauso sieht aus wie mit deinem Kopf bei den Mafiosis hier. So sieht ein Mafiosi-Kopf aus. Also ich bin mir sicher, dass die Leute da draußen mir folgen können. Ja. Scheißegal, was der sagt. Also, cheerio, bis Sophie, bis zur nächsten Folge Night Shift. Gute, bis dann. Ciao. Wer auch unser Studio Bangkok nutzen möchte und mit professionellem Equipment und geschulten Mitarbeitern seine Sendungen, Schulungen oder sonstigen Videos aufzeichnen möchte, der sollte sich an die eingeblendete Adresse wenden. Wenn ihr unseren Kanal abonniert, würden wir uns freuen. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr benachrichtigt werdet und keine Folge mehr verpasst.